Ja, aber den nächsten Preis freue ich mich ganz besonders, muss ich sagen, weil er ist die Würdigung für ein Werk einer ja immer noch jungen Frau, die aber, und jetzt halten Sie sich fest, wirklich fast alle bedeutenden rumänischen Filme der vergangenen Jahre geschnitten hat. Denn es gibt ja wunderbare Filme, die große Triumphe feiern in Cannes, bei der Berlinale auch immer wieder. Wir wissen, Rumänien ist eines der aufregendsten Filmländer der Welt und da kommen immer wieder tolle Filme her. In diesem Jahr war es ja Anna Mon Amour, Sie erinnern sich vielleicht, da war ja auch gestern das Team da, also der Regisseur Karlin-Peter Netzer, der bereits mal einen Goldenen Bären gewonnen hat, 2013 für seinen Film Mutter und Sohn. Den hat sie natürlich auch geschnitten. Die Schauspieler waren hier und haben über diesen anregenden und auch sehr ungewöhnlichen Film geredet. Sie hat aber auch geschnitten zum Beispiel den Gewinner in Cannes. Also 4 Monate, 3 Wochen, 2 Tage, inzwischen schon längst ein Klassiker. Dann diesen 3-Stunden-Film über Ceausescu, ein vollkommen irres Werk über einen noch irren Diktator. Monsieur Lazarescu, also das sind alles Filme, da schlagen wirklich bei Cineasten sofort die Herzen schneller. Man weiß, das ist alles großartige Filmkunst und sie hat all diese Filme geschnitten und hat jetzt den Silbernen Bären bekommen für den Schnitt des aktuellen Films eben von Karlin-Peter Netzer, Anna Mon Amour. Bitte begrüßen Sie und gratulieren Sie ganz herzlich Dana Bonarescu. Good to see you. Thank you. Dana, congratulations. Mulțumesc foarte mult. Was bedeutet jetzt dieser Preis für dich? Also es ist vielleicht erstmal auch eine Überraschung gewesen, dass die Jury das wirklich bemerkt hat. Schnitt, Kamera, so eine Dinge gehen ja schnell mal unter, nicht? Man sieht immer die Stars. În primul rând este o mare surpriză, în al doilea rând o mare surpriză, în al treilea rând o mare surpriză. Erstens eine große Überraschung, zweitens eine große Überraschung und drittens eine große Überraschung. Și nu în ultimul rând o mare surpriză. Große Überraschung, das habe ich auch verstanden, die Surprise. Jetzt kann ich mir vorstellen, auch verglichen mit den anderen Filmen, über die wir jetzt gesprochen haben, also 4 Monate, 3 Wochen, 2 Tage, wo es ja lange Plansequenzen gibt, nicht? Also wo die Szenen ja auch durchgespielt werden, ohne große Schnitte, war das jetzt hier wirklich eine Höllenarbeit. Denn der Film Anna Mon Amour erzählt ja die Geschichte eines ganz unglücklichen Liebespaares und zwar immer mit Sprüngen, Zeitsprüngen, die sehen dann auch immer anders aus. Man merkt auch, dass Zeit vergangen ist, dann geht es wieder zurück. Also der Film hat eine irre Struktur und ich könnte mir vorstellen, Dana, das war wirklich schwierig, da den Überblick zu behalten. Să-ți dai seama să cum să mai cum e logic din punct de vedere pentru să funcționeze pentru istorie. Da, în principiu filmul a fost gândit în formula asta necronologică din start, evident că în momentul în care lucrurile au început să fie filmate, eu am început să montez și s-a construit filmul pe măsură ce el era filmat. In der Tat ist es so gewesen, dass wir uns von Anfang an überlegt haben, dass wir eine anachronische Erzählweise, achronologische Erzählweise haben werden. Natürlich mit der Entwicklung des Films beim Drehen haben wir dann Änderungen vorgenommen und haben es angepasst. Și pe măsură ce se construiau, apăreau evident ca importante anumite schimbări în structură, alte decizii au apărut mai târziu. În orice caz, în fiecare zi, cât timp ei lucrau pe platou, eu aveam de lucru în studioul de montaj. Das bedeutet, dass während des Entwicklungs des Drehens war es so, dass jeden Tag neue Herausforderungen auch für mich da waren. Also nach jedem Drehtag war ich im Studio, saß ich im Studio und musste die Änderungen einbauen und überlegen, wie das weitergehen soll. Și asta este și un foarte bun control pentru eficiența lucrurilor care se întâmplă pe platou. Und dass diese Arbeitsweise sehr nah am Drehort gibt ja auch den Vorteil, dass du sofort auf Änderungen arbeiten kannst und das unter Kontrolle behältst, die Struktur des Films. Also es ist wirklich hier sehr, sehr wichtig, dann während des Films, während des Drehens schon zu schneiden, dass man wirklich weiß, was los ist. Was war denn die größte Herausforderung für dich, Dana, bei diesem Film? War es das nicht chronologische Erzählen? Das gibt es ja inzwischen durchaus öfter. Aber ich denke vielleicht auch immer den Überblick zu behalten, wo sind die jetzt gerade? Wie alt sind die gerade? In welcher Phase ihres Lebens stecken sie gerade? Care a fost cel mai dificil lucru pentru tine la montaj? Nu pot să spun care a fost cel mai dificil lucru. În fiecare, zi se propunea o altă temă. Chiar mi-e foarte greu să spun că a fost un anume moment. Sau că toate au fost dificile, niciun caz. Es war wirklich sehr, es ist sehr schwierig. Es fällt mir sehr schwer zu sagen. Das war dieser Augenblick, das war sehr schwer, dort einen Schnitt zu machen. Das war jeder Tag, bei jedem Drehtag stand ich vor einer neuen Herausforderung. Und insgesamt kann ich sagen,
Es war ein Vergnügen. Und jetzt auch noch belohnt. Letzte Frage noch. Es sind so viele unterschiedliche Regisseure, mit denen du gearbeitet hast und wirklich darunter eben große Meister des neuen rumänischen Kinos. Stellst du dich dann jedes Mal tatsächlich auf die Handschrift des Regisseurs ein? Ist das auch ein Kampf? Also oft sagt man ja, es ist wie eine Ehe auf Zeit. Und eine Ehe ist auch, wie wir alle wissen, auch voller Konflikte. Cum crezi tu? Am talentul de a reuși să fac echipă bună cu foarte mulți regizori, așa că nu știu dacă mă pliez după ei sau ei după mine sau pur și simplu ne reușim să ne concentrăm cu toții asupra filmului, că de fapt asta e cel mai important. Ich muss ganz bescheiden erklären, dass ich vielleicht das Talent habe, dass ich mich auf den Regisseur einstellen kann. Diese Empfinden, also dass ich das verinnerliche. Und ich weiß nicht, ob Sie sich auf mich einstellen oder wie ich gerade sagte, ich auf Sie wiederum. Vielleicht treffen wir uns auch in der Mitte. Also wie eine Ehe voller glücklicher Momente, aber eben auch voller Konflikte. Das gehört alles zusammen und ein ganz besonders glücklicher Moment ist eben in diesem Jahr die Verleihung des Silbernen Bären für die beste Schnittmeisterin, wie man früher so schön sagte, die beste Cutterin, denn es ist wirklich eine große Leistung, die sie da erneut vollbracht hat, eben für das rumänische Kino. Ana Mon Amour, geschnitten von Dana Bunescu. Congratulations again, it was a great pleasure to have you here. Mulțumesc.